das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrow T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht ihr dann mich? Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich hier nur konzentrieren. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll.
spüre was hier drüben. Das ist ein großer Käfer. Wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Wie hast du das gewusst? Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Was ist das für ein Ort? An diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease.
Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten Sie die Eins, ich komme! Ziemlich mutig. Alles okay? Warte. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scope-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Sehr eng, es wird schon gehen. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, mir geht's gut. Au! Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen.
Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Was haben wir gefunden? Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Du hast alles kartografiert. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Wo willst du hin? Also, was war drin? Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Schau ja hin.
Gehen wir, BD-1. Siehst du was da drin? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Gut. Nochmal. Jetzt komm her zu mir. Geschafft! Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Das BD-1. Was hast du? BD-1?
Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ja, gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir?